das Everest-Ding, wo ich halt mit Janosch dann halt einmal hochgelaufen bin, das war im Mai. Und dann bin ich dann halt im Juni Quarter Everesting für 2200 Höhenmeter gelaufen und dann entschieden, okay, ich laufe den ersten Trail-Wettkampf und das war dann Ende Juni. Aber es ist noch gar nicht lange her. Nee. Ich bin quasi noch komplett neu im Trail-Bereich. Aber das, was ich auch merke, dass ich halt so, obwohl ich halt mich im Laufen total gut auskenne, dass es halt Trail-Laufen nochmal was anderes ist. Und deswegen spreche ich mit total vielen Trail-Läufern, wie man am besten Downhill läuft, was man beachten muss, wie man sich ein Rennen einteilt. Also halt quasi versuche ich so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um halt auch möglichst schnell besser zu werden. Ja, weil das wundert mich. Also, dass du berghoch schnell bist, das hätte ich sofort auch gedacht. Ne? Also, obwohl das auch nicht so naheliegend ist, weil du bist auch nicht in den Bergen aufgewachsen. Ja, weil die können das automatisch, habe ich mir das Gefühl. Das ist gemein. Aber Downhill ist ja sehr technisch. Also ich finde es sehr, sehr komplex. Ja, Unterlaufen muss man erstmal schon ein bisschen üben eigentlich. Das, also ich hätte auch, also hättest du mich vorher gefragt, ob ich gut Downhill laufen kann, hätte ich gesagt, nee. Weil so Mountainbike oder so, Downhill habe ich halt voll Angst und so. Und das, was ich aber feststelle, und das weiß ich eigentlich, dass ich halt voll Wettkampf Mensch bin, dass ich im Wettkampf halt es schaffe, mich ganz anders zu fokussieren. Und das schaffe ich dann auch beim Downhill laufen. Dann habe ich überhaupt keine Angst und lasse halt einfach laufen. Und habe mir natürlich Tipps und Tricks geholt, wie man halt gut Downhill läuft. Und ja, hätte selbst nicht gedacht, dass es so gut geht. Also ich habe dann gestern war ich auf dem höchsten Punkt an, also Gesamtwertung mit den Männern, Platz 5 und habe dann noch zwei Männer im Downhill laufen wie überholt. Cool ist das und das denn? Hätte ich halt nie erwartet, so dass ich das tatsächlich so gut umsetzen kann. Ich liebe die Berge. Ich fühle mich da so wohl und ja, das ist in den Bergen, merke ich, das ist so, da bin ich am meisten bei mir selbst. Also das gibt mir so viel Kraft. Ja, das ist, die Berge sind einfach magisch. Ja. Ja, und man fühlt sich irgendwie auch, finde ich dann als Mensch halt irgendwie so klein. Man merkt, dass halt irgendwie was ist, was halt viel größer ist, ne? Ja. Und dann Ende des Jahres entscheidet sich, ob du dann, wie es dann weitergeht. Ja. Trail, das ist für mich nicht nur halt irgendwie mal so ein Abstecher oder so. Ich merke schon, dass es halt, also ich fühle mich halt so wohl und mir macht es einfach so Spaß, Wettkämpfe zu laufen. Und es ist auch irgendwie ein anderer Antrieb. Ich gehe nicht zum Rennen und denke so, ich muss jetzt unbedingt gewinnen oder ich muss halt eine schnelle Zeit laufen, sondern ich gehe zum Rennen, weil ich halt einfach Spaß dran habe und habe einfach Bock drauf, habe die Berge zu erleben. Und dann, sobald ich an der Startlinie stehe, ist schon mein Wettkampf gehen in mir. Dann versuche ich halt das Beste aus mir herauszuholen und freue mich dann natürlich, wenn es zum Sieg reicht. Aber es ist halt eher so, ja, das Beste aus mir selbst herauszuholen und dann halt zu gucken, für wie viel das reicht. Und das spürt man in der Community, finde ich, dass es weniger das Gegeneinander ist. Allein an der Startlinie, wenn es dann heißt, doch eine Minute bis zum Start und so. Ich denke so, das müsste man Straßenläufer sich angucken, die alle einfach so ganz ruhig dastehen. Und dann fällt der Startschuss und man läuft halt los und ist nicht so... mit der ganzen Community dann morgens an einem Parkplatz Kaffee in der Bialetti zu kochen und zu frühstücken und dann halt so irgendwie halt voll das Miteinander. Ja, das ist, Trailrunning ist irgendwie dann halt mehr als so reiner Sport. Das ist halt schon so ein bisschen auch ein Lebensstil, den man hat, stelle ich fest. Sind auch wirklich Menschen, die Natur lieben, ne? Ja, und das ist dann halt auch in den Reglements, dann steht bei manchen Wettkämpfen, dass man das Gel mit der Startnummer beschriften muss, weil wenn das gefunden wird, kriegt man eine Zeitstrafe. Ja. Und das finde ich halt richtig cool, weil genau das ist das, so, die respektiert die Natur.